Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht... Und damit herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem... Ja, okay, zu was auch sonst. Ihr seht es bereits im Titel, und zwar schauen wir uns heute gemeinsam Deutschland-Memes an. Ich hoffe mal, das wird lustig. Allmanns, wenn jemand auf ihrem reservierten Platz sitzt... Das ist auch besonders schlimm, wenn man irgendwo im Urlaub ist und dann am Pool die liegen. Und dann hat da einer sein Handtuch drauf liegen und sagt so, hey, das ist aber meine Liga. You are real German when you have an Allwetterjacke, because man weiß ja nie. In Germany we don't say I have to go now, we klatschen the hands on the Oberschenkel and say so, and I think that's beautiful. So. German Sushi. Bin ich der Einzige, der Mettbrötchen überhaupt nicht geil findet? Ja. You can say YouTube. Das ist halt auch die allgemeine Sache mit der deutschen Linguistik. Und zwar ist es einfach so verdammt kompliziert. Im Englischen sagt man einfach you. Immer. Und warum machen wir es so kompliziert? Niemand. Immer noch niemand. Wirklich einfach keiner. Keine Person auf der ganzen Welt. Allmanns, schau mal, was sich günstig bei Chibo. Das ist 1:1 meine Mom. Man sitzt so beim Abendessen, jeder isst seine scheiß Klöße mit Rotkohl und dann kommt Mama, oh, guck mal, was ich hier günstig bei Chibo gekauft hab. When train tickets in your country are more expensive than airplane tickets. Ja, ist halt einfach die traurige Wahrheit. Allmanns, wenn Klimawandel immer näher kommt. Allmanns, wenn Benzin teurer wird. Allmanns, wenn Tempolimit 130 diskutiert wird. Das ist halt echt die Wahrheit. Und was dazu halt auch noch passt, ist das hier. Die deutsche Autobahn. Das Nutella oder die Nutella? Das ist ja eher so eine allgemeine Frage. Also ich sage das Nutella. Keine Ahnung, was ihr sagt, schreibt es mir mal gern unten in die Kommentare. Japanese Rail Company apologizes after train departs 20 seconds early. Deutsch... Can't ever cross red light when child is watching. Ich wusste gar nicht, dass das anscheinend nur in Deutschland irgendwie so gang und gäbe ist. Also, dass man einfach nicht über eine rote Ampel läuft, wenn ein kleines Kind irgendwie zuschaut, weil man will ja kein schlechtes Vorbild sein. How many Germans does it take to change a light bulb? One. We are efficient and don't have humor. Das ist leider wahr. Das hier ist eine Definition von Deutschland, und zwar denkt jeder einfach, dass wir die ganze Zeit nur am Biersaufen sind. You know you're German when... No shit, Freunde, ich höre noch immer die drei Fragezeichen und ich bin 23. Jedes Mal, wenn ich Autobahn fahre, immer die drei Fragezeichen. Ehre. Das hier sind die Artikel, die es in der englischen Sprache gibt, und das hier im Vergleich dazu, die es in der deutschen Sprache gibt. Also die Leute, die Englisch sprechen, haben nur das the, und wir Deutschen haben dafür 16 andere Begriffe. Ein Donker, ey. The German opposite of umfahren, running something over, is umfahren, drive... Yo, das... Yo. Das ist genau die Sache, die ich meinte. Warum ist diese Scheißsprache so gottverdammt schwer und bescheuert? Allmanns, wenn sie die 5 Cent zurück wollen, die sie dir in der Mittagspause geliehen... Junge, das Bild! Sind wir Deutschen echt so krass geizig? Ja, eigentlich schon, ne? Have to give a speech. Hallo erst. Es ist einfach so die Wahrheit. Und dann immer noch mit dir. Hallo erstmal. Ich bei Rewe vergesse Warentrenner aufs Band zu legen. Allmann hinter... Das ist halt auch so ein deutsches Ding. Und zwar, wenn man in einem Supermarkt ist und seine Produkte von denen des Hintermanns trennen will, stellt man ja so eine kleine Wand dazwischen. Das gibt's nur... In Deutschland. Smalltalk, let's discuss our health. Es ist halt einfach wieder die Wahrheit. Immer wenn man mit jemandem Smalltalk hält, ist die erste Frage immer, alles klar bei dir? Oder wie geht's dir? Oder alles gut bei dir? Es ist immer eine Frage nach der Gesundheit. Softshell-Jacken im Angebot bei Aldi. Allmanns... Ey, es ist so die Wahrheit. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn die Mom irgendwie das Haus verlassen will, man fragt sie, wo willst du hin? Ey, bei Aldi ist was im Angebot. Leute, die sagen, ich will mich ja nicht einmischen, aber... Ey, das Meme erinnert mich 1:1 an diese James Charles gegen Tati Geschichte. Ich will mich da ja nicht einmischen, aber... Ich bin Team Charles. Was seid ihr? Schwein ist die Lieblingssüßigkeit von Allmann Kindern seit 1853. Stimmt, Alter. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber ich habe immer, als wir an der Wursttheke standen, so eine kleine Scheibe Fleischwurst bekommen. Allmanns, wenn ich sage, ich mag keinen Spargel.
answering the phone with surname instead of saying hello. Das, no shit, habe ich mich schon so häufig gefragt. Glückwunsch. Wenn man angerufen wird und man ans Telefon geht, warum sagt man dann seinen Nachnamen? Die Person, die einen anruft, weiß doch, wer man ist, sonst würde sie einen ja nicht anrufen. Kommen wir allerdings nur noch schon zum letzten Meme, das ich heute vorbereitet habe, und zwar das hier. Sagt ihr googeln oder googeln? Also, sagen tun wir alle das Gleiche, es hört sich ja gleich an, aber schreibt ihr es googeln oder googeln? Schreibt sie unten in die Kommentare! Und an der Stelle würde ich das heutige Video allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Loot Crew seid. Und wenn ihr schon Abonnent seid, dann klickt gerne auf die Glocke, denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich ein neues Video hochlade. Welche denn Schnauze?